Hallo zum E-Mobility-Update am Mittwoch, den 3. März. Auch die heutige Sendung wird Ihnen präsentiert von der NBW. Hier sind die Themen: Volvo präsentiert C40 Recharge und verkauft ab 2030 nur noch elektrisch 310.000 Elektroautos in Deutschland, Joint Venture für Wasserstoff, LKW und größte Elektrofähre in Betrieb. Ab geht's. Achtung, der nächste Autohersteller wird zur Elektromarke. Volvo will ab 2030 nur noch Elektroautos produzieren. Bereits 2018 hatten sich die Schweden das Ziel gesetzt, bis 2025 die Hälfte des Umsatzes mit reinen E-Autos zu erzielen. Nun soll alles noch etwas schneller gehen. Es gibt keine langfristige Zukunft für Autos mit Verbrennungsmotor, sagte gestern Volvo CTO Henrik Green. Sein Name ist offensichtlich Programm. Dazu passend hat Volvo gestern auch sein zweites Elektroauto vorgestellt, den C40 Recharge. Dieser ist anders als frühere C-Modelle von Volvo, kein echtes Kompaktauto im Golfformat, sondern das SUV Coupé des bereits bekannten XC40 Recharge. Von vorne sind beide Modelle denn auch kaum zu unterscheiden in der Seitenansicht und von hinten werden die neue Dachlinie und das flachere Heck aber sichtbar. Zudem wurden die Rückleuchten etwas anders gestaltet. Auch der Antrieb ist identisch, je eine 150 kW starke E-Maschine wirkt an der Vorder- und der Hinterachse, die Energie kommt aus einer 78 Kilowattstunden großen Batterie, die per 11 kW AC-Lader oder mit maximal 150 kW an Gleichstromsäulen geladen werden kann. Ja, Während der rund 2,2 Tonnen schwere XC40 auf eine WLTP-Reichweite von 418 Kilometern kommt, gibt Volvo für den C40 zwei Kilometer mehr an, also 420. Die Reichweite könne aber im Laufe der Zeit per Software-Update erhöht werden. Der C40 wird natürlich zusammen mit dem XC40 auf einer Linie im belgischen Volvo-Werk in Gent gebaut. Preisangaben gibt es zur Stunde noch keine. Allerdings verlagert Volvo bei der Gelegenheit den Vertrieb seiner Elektromodelle komplett ins Netz. Tesla lässt auch hier herzlich grüßen. Das Kraftfahrtbundesamt hat endlich die Angaben zum Pkw-Bestand in Deutschland veröffentlicht. Demnach brachte es das Elektrosegment bestehend aus Bevs und Phevs zum Jahreswechsel auf knapp 590.000 Fahrzeuge. Auf unseren Straßen rollen nunmehr rund 310.000 reine Elektroautos, 280.000 Plug-in-Hybride und niedliche 808 Brennstoffzellen-Pkw. Das vor gut elf Jahren von Bundeskanzlerin Angela Merkel versprochene Ziel von einer Million Elektroautos bis 2020 wurde damit zwar nicht erreicht, doch bei der Dynamik aus dem vergangenen Jahr könnte es 2021 durchaus erreicht werden, auch aufgrund der schon immer mitgerechneten Plug-in-Fraktion. Interessant sind die Zuwachsraten. Die reinen Elektroautos konnten innerhalb des vergangenen Jahres ein Plus von 126 Prozent im Bestand verzeichnen. Bei den Plug-in-Hybriden war sogar noch mehr Musik drin. Dieses Segment ist um stolze 174 Prozent gewachsen. Zählt man diese beiden relevanten Kategorien nun als E-Fahrzeuge zusammen, was wir üblicherweise aus Industriesicht machen, ergibt sich ein Bestand von genau 588.944 E-Fahrzeugen zum 01.01.2021. Was nach viel klingt, ist mit Blick auf den Gesamtfahrzeugbestand allerdings in Deutschland mit einem Anteil von 1,2 Prozent noch immer eine Nische. Aber letztlich die Wachstumsnische schlechthin, denn die Verbrenner, ob nun Diesel oder Benziner, sind bekanntlich auf dem Rückzug. Wir bauen das deutsche Schnellladenetz flächendeckend aus. Tausend dieser Schnellladestandorte werden wir 2021 in Betrieb haben und werden damit unserer Rolle als Marktführer in diesem Bereich gerecht. Laden im MwW Hypernetz muss richtig Spaß machen. Unsere Schnellladesäulen haben bis zu 300 kW. Und das steht für richtig schnelles Laden. In 5 Minuten 100 Kilometer. Mein Antrieb ist, die Menschen mit dem MwW Hypernetz für die Elektromobilität zu begeistern. Daimler Trucks und die Volvo Group haben ihr angekündigtes Brennstoffzellen-Joint Venture realisiert. Die Volvo Group hat hierfür 50% der Anteile am bestehenden Unternehmen Daimler Truck Fuel Cell erworben. Die Partner haben ihr Baby zudem in Cellcentric umbenannt. Das Joint Venture soll serienreife Brennstoffzellensysteme entwickeln, produzieren und vermarkten. Der Fokus liegt auf dem Einsatz in schweren Lkw. Zusätzlich sollen die Systeme aber auch für andere Anwendungen vorbereitet werden, etwa stationäre Energiesysteme. Bestätigt haben Volvo und Daimler im Zuge der Gründung nun auch noch einmal die konkreten Zielsetzungen. Man will das Joint Venture in einem mehrstufigen System mit mehreren Leistungsstufen auch entwickeln. Darunter soll auch ein Doppelsystem mit 300 kW Dauerleistung für schwere Fernverkehrs-LKW sein. Der Beginn der Kundenerprobung solcher Brennstoffzellen-Trucks soll in etwa drei Jahren, sprich 2024, erfolgen. Die Serienproduktion könnte dann in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts anlaufen. Noch ist es ist ja nicht klar, welche Technologie im schweren Langstrecken-Lkw letztlich das Rennen machen wird. Die Freunde der Brennstoffzelle sehen darin natürlich eine gute Chance. Doch auch der Batterie-Lkw hat großes Potenzial. Wie immer mehr Entwicklungsprojekte zeigen. In Norwegen ist die bisher weltweit größte rein elektrische Fähre auf der Strecke zwischen Moss und Horten in Betrieb gegangen. Die 139 Meter lange und 21 Meter breite Basto Electric ist die erste von drei batteriebetriebenen Fähren, welche die entsprechende Reederei auf der Strecke über den Oslofjord einsetzt. Sie bietet Platz für 600 Passagiere und 200 Autos bzw. 24 Lastwagen. Die Batterie- und Schnell Ladesysteme werden für alle drei Fähren von Siemens Energy aus der Batteriefabrik in Trondheim zugeliefert. Auf der Basto Electric kommen Akkus mit einer Kapazität von 4,3 Liter. Megawattstunden zum Einsatz. Das entsprechende Schnellladesystem verfügt der Reederei zufolge über eine Leistung von 9 Megawattstunden. Beim Anlegen werde die Fähre stets blitzschnell geladen, wie es heißt. Zu Anfang ist allerdings nur ein Ladeanschluss in Betrieb, da je noch auf der anderen Fjordseite noch fertig gebaut wird. Die rund 10 Kilometer lange Route zwischen Moss und Horten ist Norwegens verkehrsreichste Fährverbindung. Jährlich werden auf dieser Strecke 3,8 Millionen Passagiere. Und 1,8 Millionen Fahrzeuge befördert. Im Laufe des Jahres 2022 werden die Emissionen auf dieser Fährverbindung um 75 Prozent gesenkt, teilt die Reederei mit. Zwei weitere Fähren sollen in Kürze ebenfalls von Diesel auf Elektrobetrieb umgestellt werden. Jede Fähre legt täglich 20 bis 24 Mal an und ab. Die Überfahrt dauert rund 30 Minuten. Die Möglichkeiten, welche die Elektromobilität hier auf dem Wasser zur CO2-Reduktion bietet, sind schlichtweg eindrucksvoll. Das war unser E-Mobility-Update am Mittwoch, präsentiert von der NBW. Schließen möchte ich mit einer Anekdote aus Kalifornien. Der Stadtrat von Petaluma hat beschlossen, dass dort keine neuen Tankstellen mehr gebaut werden dürfen. Auch sollen an bestehenden Tankstellen keine neuen Zapfsäulen mehr installiert werden dürfen. Das hören wir gerne und sagen Tschüss zur Tankstelle und zu Ihnen bis morgen.